Ich hoffe, ich kann jetzt ein Geräusch für euch machen. Warte. Prost, Leute. Auf den Dodo. Die Kombination aus Schlauchglocken und Slappen hat mich wirklich mehr geholt, als es sollte. Schlauchglocken. Ey, wir haben jetzt das perfekte Pendant zu Schlepphoden. Schlauchglocken. Schlauchglocken finde ich stark. Hepzack hätte ich akzeptiert, aber Dickbauch war letzte Level. Ja, es wird wieder so spezifisch, ne? Es ist dieses Kind, guck dich an. Und das ist das Erste, was diesem Kind auffällt, ist einfach das zu sagen. Und das ist so unfassbar gemein. Wir haben einige Hirnzellen zur Verfügung in dieser Community und wird hin und her geflippt, wie bei den drei Hexen von Hades aus Herkules. Aber wir zusammen, wir schaffen das. Let's do this. Schon wieder tot. Well, that was unexpected. Als besuchten Bereich erneut betritt, weist sich der Begleiter auf erneute wichtige Gegenstände hin. Sag mal, willst du mich verarschen? Das wurde noch nie gesagt in diesem Spiel. Es gab keinen verfickten Grund, in diesen gottlosen Raum zu gehen. Und jetzt kommen die mir so. Ich kack ab, ne? Ey, das ist nicht ein einziges Mal passiert in dem Game. Wenn du diesen Bereich nochmal dir anguckst, dann wird dein Begleiter sagen, guck mal, da bin ich. Mann! Ach so! Ahahaha, klar. So funktioniert Kontern jetzt, oder was? Junge. Ja, genau. Willkommen im DLC oder was? Bist du das Empfangskomitee? Ist ja voll cool, wenn der Discord so richtig aktiv wäre und so. Ohne dass man selber da schreiben muss. Und das ist der Fall. Du hässliche. Wholesome, wollte ich sagen. Wholesome. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist ja gottlos eklig. Aber der klebt gern irgendwas drinne. Schwarze Witwe. Deckung. Ich gehe. Boah, perfekt gedodged. In unserer Fantasie mit ihren seidigen Netzen, in denen sie sitzt und lauert. Warum gucke ich denn in dem Moment? Jetzt frage ich mich auch. Als ein außergewöhnliche Orte zum Eine Ameise. Ja, habe ich dann noch gesehen. Jetzt fängt das schon mit der Ameisen an hier, hör mal. Bald können wir kein WoW mehr zusammenspielen wegen der ganzen Krabbler-Dungeons. You get a pistol upgrade in the very late game to shoot holes through the goo-walls. Ich kack im Strolls, Alter. Ich hab die Waffe dabei. Okay. Let's shot some holes to the goo-walls, meine Damen und Herren. Und wir beide, ne? Wir sind echt ein paar gute Kumpels geworden. Wie wär's, wenn ich dir mal was verrate, mein Freund? Du kannst mit der Pistole, die du da geholt hast, die du schön beim Waffenschmied geupgradet hast, kannst du schön durch die Goo-Walls ballern. Es ist, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Da musst du in den hinterletzten Kackraum. Dann sagt dir das Spiel, wusch, dein Begleiter ist jetzt, oh, heavy strong. Vielleicht, weil ich jetzt die zwei Updates gekauft habe. Keine Ahnung, das Spiel sagt's mir nicht. Dann gehst du da oben rein, das Spiel sagt, hey, du, da lag die ganze Zeit eine Truhe, die du gesehen hast, aber du konntest sie nicht öffnen. Sie sah aus wie Deko und jetzt kannst du sie plötzlich aufmachen. Ja, mach sie auf, ist da voll der wichtige Gegenstand drin. Pam, gehst du in den Hauptraum, in dem ich 500 Mal war. Wum, Benedikt, vielleicht solltest du dir das nochmal angucken. Ja, sag doch vorher, Kollege Schnürschuh. Aber sonst ist alles cool. Oh. Verlockende, süße Nektartröpfchen befinden sich an der Unterseite des Deckels. Das ist das, was auf der Rückseite von meinem Sextape steht. Doch die ist mit feinen, nach unten zeigenden Haaren bedeckt. Das auch. Insekten finden hier nur schlecht Halt.
Das nicht mehr. Zusammenprall der Elemente, die ständig im Widerstreit miteinander liegen. Wind, Wasser, Kälte. Doch dann änderte sich alles, als die Feuernation angriff. Nur einer konnte sie retten, der Avatar. Doch er verschwand plötzlich. Und so ein Pickel auf der Wange, der ist gefühlt seit 3 Wochen da. Ne? Weil ich zeig so ein... mal, geh mal da ran. Ich geh mal eben da ran. Da, siehst du? Siehst du? Warte, warte. Warte, jetzt kommt er. Ha. Mhm. Cool. Nee, schön. Der geht nicht. Nicht viel. Ah! Eine Pause, kein Darmwind! Boah, ey. Wie neuer Bereich. Der alte ist noch kaputt. Ich hab keinen Plan, wo es hier lang geht. Ich hab keinen Plan, wo lang ich muss. Doch ich flüchte vor den Schatten, die mir an den Fersen nagen. Ah, die Dunkelheit ist ein Genuss. Ah, ich bin voll ins Arschloch gesaugt. Steh, ich flüchte. Wow, war die schon immer so widerlich schleimig beim Aufgehen? Ihre Leistung war unglaublich. Wie machen Sie das? Na, danke, 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 danke. Das werde ich mindestens keinmal die Woche gefragt. Aber nett, dass Sie fragen. Die verfügbaren Stickstoffquellen krabbeln auf 6 Beinen herum. 6 Beine? Die Pflanze muss nur Insekten fangen. 6 Beine? Und 6 Beine. Schon hat sie Nahrung im Überfluss. Ah nein, meine 6 Beine. Oh, ich habe so klebrige 6 Beine. Oh mein Gott, nein. Nehmt mir alles, nur nicht meine 6 Beine. Oh. Diese Bondage-Pflanze. Top, gut gemacht. Sie fiel ihren mutmaßlichen magischen Qualitäten zum Opfer, weil man glaubte, immer, sie könne auch unheilbare Krankheiten. Ey, ja, es ist jedes Mal dieselbe Scheiße, weißt du? Irgendwelche Leute gehen in indische Wälder, schlachten da Tiger ab, nur um dir den Pimmel zu trocknen, um sich dort schön mit der Microplane über die Nudeln zu reiben, weil sie dann denken, die stehen ein bisschen länger. Und dann ist irgendjemand, der erzählt, ja, da oben wächst eine geheimnisvolle Pflanze. Es ist wirklich, es ist auch das schlechteste Questdesign. Du musst die Pflanze oben aus den Bergen holen, um deine Krankheit zu holen. Ja, kennt man. Kennt man. Ja, heute Nacht mache ich dich zu meinem Spielball der Lust. Boom, Junge! Zieh ihm eine. Spürst du den Boden beben? Siehst du den Rauch am Horizont? Die Tropfen hören. Augen müssen sein. Stehend! Ja, genau. Super Zoom oder was? Verbannt, offensichtlich. Give it back. Father, can you hear me? Give it back. Können wir sagen, wie geil das getimt war? Das war gut, oder? Ich habe nur so Meme-Scheiß hier, ne? Also ich habe wirklich nichts, wo man sagen kann, ja, hier, das ist so, hier, wir können uns so, umarmen. So kurz einmal. Oder ausführlicher. Aber es war zu fest zu drücken. So, muss man einfach nur so interpretieren. Kommt auch wieder nächste Mal vorbei, wenn es heißt, geile Let's Plays mit eurer Couch. Willkommen auf der Couch, gute Sekte, wo wir die Zeit vergessen, Fokus voll auf Sex, Fressen, Ranke, so viel, Herzen voller Freude, leicht ein Sitzen, kleine Arme, alles geil, Three Man, One Couch, die Sekte, der Kult, ob er lootet oder am Bossepult, setzt euch dazu, habt ne geile Zeit, legt die Füße hoch, aber killt nicht den Wein.